Wir werden das Denken in den Köpfen der Menschen verändern. Alle sind der Meinung, dass sie nichts zu verbergen haben. Aber das ist falsch. Jeder hat etwas zu verbergen. Papa! Happy Birthday. Ich liebe dich. Ich habe immer gesagt, eines Tages werden sie die ganze Stadt hängen. Ich bin gehackt worden. Wer ist Julia? Ich kenne keine Julia. Ja, aber wie kommt es dann auf unser Tablet? Irgendjemand bedroht meine Familie. Das ist alles manipuliert. Hallo, Lukas. Wer sind Sie? Stell dir einfach vor, ich bin Gott. Bin überall. Und wenn man sich mir widersetzt, wäre ich ungemütlich. Du nimmst jetzt dieses Paket und bringst es nach Frankfurt. Du lässt meine Familie in Ruhe und dann verschwindest du aus meinem Leben. Warum geht? Fuck! Ich will dir helfen. Was habe ich Ihrer Meinung nach denn vor? Sie bauen eine Bombe. Das wurde per Fax für Ihren Mann bestellt. Du denkst, ich nehme nach 10 Jahren wieder Psychopharmaka und erzähle dir nichts davon. Verstehst du es nicht? Der hat das alles erfunden! Was ist? Niemand zählt auf dich. Geh runter. Es ist die Scharfschütze, vielleicht. Geh runter! Du musst mir vertrauen. Wer hat dich geschickt? Egal, was die dir sagen, ich hab niemanden umgebracht, okay? Die Wahrheit ist immer eine Frage der Perspektive. Papa, du bist im Fernsehen. Ist immer noch sicher, dass du keine Feinde hast? Bezweifeln er, dass Sie das Opfer einer großen Intrige sind, Herr Franke? Er hat mich unter Druck gesetzt. Er wollte wissen, wo wir sind und was du vorhast. Warum sagst du mir das jetzt? Ich will einfach mein altes Leben zurück.